Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 6. Februar 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen die Präzession. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Anderes ist alles im westlichen Horoskop. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. In indischer Mythologie heißt Suraya. Ist der Sonne. Das bedeutet, Suraya oder der Sonne befindet sich im Steinbock. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Eine von der Namen ist Soma. Mond oder Soma bewegt sich in Wassermann. Agni ist der Feuergott und steht mit Mars in Verbindung. Mars wechselt gerade die Tierkreiszeichen, hat die Tierkreiszeichen Fischen verlassen und bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Agni, der Feuergott oder der Planet Mars, bewegt sich in Tierkreiszeichen Widder. Merkur heißt in Sanskrit Buddha, wird aber mit ein D geschrieben. Und diese Schriftweise, was ich hier habe, bedeutet schon die Erläuternde. Aber ich verwende diese Karte zum Merkur. Merkur steht für Handlungen, Kommunikation, Wissen vermitteln, Wissen annehmen, vieles Neues erkunden. Jupiter befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und steht mit Indra in Verbindung. Das ist die Jupiter-Energie. Jupiter vergrößert etwas. Hier aktiviert die Wasserelement und das bedeutet, unseren Gefühlen nehmen wir intensiver wahr. Bei Skorpion-Energie geht es auch um die Tiefe. Auch mal Angst, Zweifel, alle diese Gefühle bewusster wahrnehmen. Und hier bei Skorpion ist wichtig, die Transformation, diese Gefühle loslassen, damit die Energie steigen kann. Und Jupiter vermittelt dazu die Optimismus, die Chancen, die Möglichkeiten, unseren Gefühlen jetzt zu verbessern. Jupiter vertritt auch die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Das bedeutet, alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt auf uns zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann in die nächsten Leben. Das ist Karma. Jupiter ist nicht nur die Gerechtigkeit, sondern öffnet unseren Augen auf die Ungerechtigkeiten. Und bei Skorpion-Energie handelt sich auch um Geheimnisse. Was passiert hinter geschlossenen Türen? Da erkennen, läuft das gerechtigt ab oder sind es auch Ungerechtigkeiten? Venus ist die Planet der Liebe. Aber alles, was schön ist, wie Kunst, Kreativität, Schönheit, Ästhetik, steht in Venus-Einfluss. Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Venus ist
einer weiblichen Energie und symbolisiert uns Frauen. Agni oder Mars ist eine männliche Energie und symbolisiert die Männer. Mars und Venus, beide befinden sich in Feuerelement und stehen in Harmonie. Und das spüren wir in die Liebe-Partnerschaft. Natürlich kommt die Feuerelement gerade im Ausdruck. Und das heißt, aktiv zu sein, begeistert zu sein, Feuer und Flamme, zeigt auch die Leidenschaft, aber auch die Herzenswärme. Allerdings befindet sich Mars in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Ashwini und bedeutet Heilung. Viele Männer brauchen im Liebesleben erstmal eine Heilung, eine Selbstheilung. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma, kann uns ganz schön einschränken, aber sein Ziel ist, das etwas in Form zu bringen, uns in Sicherheit und Stabilität führen. Saturn belehrt uns auch. Saturn steht mit Skanda in Verbindung und befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Was belehrt uns Saturn gerade? Dass wir Ziele setzen sollen, weil genau das, was die Schütze uns zeigt, Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße, und diesem Energiefeld befindet sich unsere Wünsche. Und das sollen wir wahrnehmen, als Ziel setzen, dann haben wir Orientierung. Und diese Lernaufgabe erteilt uns Saturn. Mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten und wir schauen an die Elementenverteilung. In Feuerelement befindet sich Mars, Venus, Saturn. In Erdeelement befindet sich Sonne und Merkur. In Luftelement befindet sich Mond. Und im Wasserelement befindet sich Jupiter. Das heißt, die Elementenverteilung ist ausgeglichen. Und jetzt kommen die äußeren Planeten und das ist Uranus, Neptun und Pluto. Uranus befindet sich auch immer wieder und das bedeutet, die Marsbewegung nähert sich zum Uranus. Momentan haben die Männer einen Heilprozess und bald kommen die Umbrüche und Veränderungen, weil das, was Uranus auslöst, besonders bei denjenigen, die wieder Sonne haben oder wieder Aszendent oder Mars oder Mond steht in Tierkreiszeichen wieder. Neptun befindet sich in Wassermann. Die Mondbewegung nähert sich zu Neptun und das ist eine sehr starke Energie, weil sie haben ähnlichen Essenz. Und das bedeutet unsere Fantasie, unsere Träume und Sehnsüchte und Mond wird das auch aktivieren und es wird in den Tagen spürbar sein. Wir haben intensivere Träume. Pluto zeigt die innere Kraft, auch wie können wir in diesem Kraft bleiben, wenn wir alles loslassen, trennen, kündigen, was diese Kraft raubt. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Mond bewegt sich in Wassermann und dieses Mondhaus, wo sich die Mondbewegung stattfindet, heißt Shatabisha. Übersetzt bedeutet 100 Ängste, wir können aber auch 100 Glück
übersetzen, wie hängt das zusammen? In diesem Bereich sind sehr viele Glückssterne im Himmel, aber wenn wir Angst haben, damit blockieren wir das. Also Angst überwinden, dann kommt das Glück. Und jetzt die Verbindungen. Sonne nähert sich zum einen Jupiter-Verbindung. Das heißt, die scheinbare Bewegung, die Sonne, weil in Wirklichkeit macht die Bewegung unseren Planet Erde, also die scheinbare Sonnenbewegung ist schneller als die Jupiterbewegung und macht die Annäherung die Sonne und bringt die Licht, die Wahrheit, und die beiden kommen zu einer Verbindung und das hilft bei der Gerechtigkeit oder bei einer Rechtlage, öffnet unserem Auge. Venus und Mond stehen auch eine schöne Verbindung, eine schöne Venus-Mond-Verbindung. Beide ist weibliche Energie, sehr schön ausgeprägt und zeigt, wie wichtig ist die Liebe, wie wichtig ist die Harmonie, Kunst, Kreativität, unserem Träumen zum Leben. Und beim Mondeinfluss handelt es sich auch um mütterlichen Gefühlen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, dieses Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen. Und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselben Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die männerähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund, woran liegt die Hund begraben, oft ist das die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche diese Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr die Link dazu. Diese Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Diese Klärungsvideo ist kostenlos. Dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus. Und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf. Warum ist die Beziehung so? Und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.